Werner Patzelt ist mir weiter zugeschaltet. Wie schätzen Sie das ein? Ist das ein Randphänomen oder blanker Rassismus in der Breite der Gesellschaft? Es ist weder ein Randphänomen noch blanker Rassismus. Das Alarmierende daran ist ja, dass es ein Ausmaß an Unerzogenheit, an Mangel an Herzensbildung, an Mangel an Selbstkontrolle gibt, dass selbst elementare Dinge, wie das in Deutschland eben nicht gegen Ausländer zu hetzen ist, unter Alkoholeinfluss und im schlimmsten Fall auch ohne Alkoholeinfluss lediglich bei Mitschwimmern im Strom der Gleichgesinnten sozusagen normal geworden sind. Die strafrechtlichen Tatbestände erfassen das Ganze unzulänglich, denn dass hier das Volk verhetzt werden sollte, ist wohl nicht der Fall. Die Leute selbst sind in sich verhetzt oder ungebildet oder unsensibel und finden auch keine soziale Kontrolle, die sagen würde, Freunde, so geht das dann einfach nicht. Das ist sozusagen das Alarmierende. Und die Vorstellung, dass Leute bloß weil sie aus reicheren Familien kommen, deswegen besser gebildet sind, das ist ja auch völlig abwegig. Es ist eine allgemeine Verluderung des politisch-historischen Denkens in Deutschland zu beobachten. Infolgedessen muss man sich tatsächlich fragen, was denn genau an den Schulen und an den Hochschulen und im Alltag falsch läuft. Eine ganz kurze Antwort, wenn das möglich ist. Ist das eine Forderung auch nach härteren Strafen? Die Strafen sind im Grunde hart genug, aber die Gerichte belieben in der Regel nicht, harte Strafen zu verhängen und schon gar nicht so, dass die Strafe der Tat auf dem Fuße folgt. Werner Patzelt war das, Politikwissenschaftler von der Technischen Universität Dresden. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Gern geschehen.